Wir sind hier in der Sporthalle Klausen und an diesem Sonntag findet das Damenhallenturnier im Kreis 14 statt. Der FC Remscheid ist der Ausrichter und das letzte Spiel des Turniers findet gerade im Hintergrund statt. Der FC Remscheid spielt gegen die TG Hilden und die Hilgenerinnen haben das Turnier schon gewonnen. Sie haben alle ihre 5 Spiele gegen die anderen Mannschaften gewonnen. Und jetzt geht es hier nochmal richtig zur Sache. Der FC Remscheid wird dieses Turnier als Zweiter beenden. Neben dem FC Remscheid und der TG Hilden nehmen die SG Hakenberg, Thura Remscheid Süd, der SSV Bergesporn, VfL Lennep und die TS Struckstadt. Die Ergebnisse des Nachmittags waren sehr gemischt, kann man sagen. Auch am Vormittag sehr viele Ergebnisse mit 0:1. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, TG Hilden hat das Turnier gewonnen. Der FC Remscheid ist auf 2 dahinter, auf Platz 3 Thura Remscheid Süd und die SG Hakenberg auf 4, beide mit 10 Punkten. Der TS Struck auf Platz 5 mit 5 Punkten, 6. der VfL Lennep mit 3 Punkten und letzter der SSV Bergesporn auch mit 3 Punkten. So, und ich bin jetzt hier bei der Turnierleitung, bei der Michaela Fiori. Wie läuft es denn heute hier mit dem Turnier? Also wir sind ganz froh. Es waren alle Mannschaften, die uns angekündigt waren, sind auch erfreulicherweise gekommen. Sie waren pünktlich da. Der Ablauf läuft bis jetzt sehr gut. Leider ist nur ein Schiedsrichter gekommen, aber der schlägt sich wacker. Er macht das komplett alleine. Das müssen wir eben sehr hoch anrechnen. Also er arbeitet hier durch ohne Pause. Das finden wir schon ganz klasse. Du hast ja das ein oder andere Turnier schon in deinem Leben ausgerichtet und organisiert. Ist ein Mädchen, ist ein Damenturnier was anderes, als wenn man das bei den Herren oder bei den Jungs macht? Also nicht wirklich. Der Ablauf ist der gleiche, die Spielregeln sind die gleichen und die Mädels sind voller Eifer dabei. Von daher, wenn das Turnier einmal angefangen hat, dann läuft es eigentlich von selbst. Die TG Hilden ist also Hallenmeister im Kreis 14, 2013. Der FC Remscheid ist bei diesem Turnier Zweiter geworden und wir gehen mal rüber zum Trainer Markus Schulz. Ja, Markus, zufrieden oder eher enttäuscht, dass er den Pokal abgeben musste und dass die Hilgenerinnen drüben feiern dürfen? Ja, wenn wir die beiden Spiele nicht unentschieden gespielt hätten, dann wäre es gegen TG Hilden mit Sicherheit nicht so knapp geworden. Dann wären wir vielleicht noch euphorischer ins Spiel gegangen, aber die beiden Unentschieden da, die wir leider gespielt haben am Anfang, die haben uns mehr oder weniger das Genick gebrochen. Deswegen muss man den Pokal abgeben, aber das ist immer zwischen TG Hilden und uns immer so ein kleiner Machtkampf. Wir lösen uns quasi immer so bei den Pokalen ab und wir übergehen den Pokal guten Gewissen. Die haben eben ihre Spiele gewonnen und waren auch die bessere Mannschaft nach dem Turnierverlauf zu beurteilen. Als Spielerin macht es Spaß eigentlich in der Halle mal zu kicken und nicht bei dem kalten Wetter draußen sein zu müssen? Wir sind das ja nicht anders gewöhnt als Fußballer, nur draußen zu spielen und natürlich macht es Spaß. Es ist ganz anders, weil das Spiel viel schneller ist in der Halle und man muss vor- und zurückarbeiten. Man hat nicht so ganz seine festen Positionen. Wahrscheinlich hätte uns ein Training noch geholfen, aber das konnten wir jetzt leider dieses Jahr nicht einrichten. Als Trainer geht man so eine Sache hin und sagt sich, man nimmt einfach teil oder will man dann auch wirklich Gas geben und dann auch gewinnen? Also für uns war klar, ganz klar als Favorit hier, wie wir reingegangen sind, auch den Kreispokal zu gewinnen. Aber hat nicht sollen sein, wenn man sieht, die ganzen Lattenschüsse, die wir hatten, dann die exzellenten Torleistungen, die die Mädels teilweise gehabt haben. Der Fußballgott war heute gegen uns, aber wir wollten ganz klar für uns das Turnier gewinnen und den Pokal im dritten Mal mit nach Hause nehmen. Das war uns leider nicht gegönnt. Danke euch zweien. Also, wir sind hier in der Halle Klausen. Die TG Hilden gewinnt den Kreis 14 Hallenpokal im Jahre 2013. Und man wird sich wieder sehen, wer im Jahre 2014 in der Halle, in diesem Kreis, Damenmeister wird.